Das Cybernews-Rechercheteam hat ein Leck in einem kostenlosen VPN für Benutzer in China entdeckt, das die Bürger des Landes dem Risiko der Verfolgung durch das autoritäre Regime aussetzen könnte. Kostenlose VPNs sind besonders in Ländern beliebt, in denen die Internetnutzung streng überwacht wird, nämlich in China und Russland. Die Nutzer der App Airplane Accelerates könnten daher beunruhigt sein, wenn sie hören, dass ihr privater Netzwerkdienst vielleicht doch nicht so privat ist. Am 7. Juli entdeckte ein Cybernews-Forscher bei einer Routineüberprüfung eine offene Elasticsearch-Instanz mit 626 GB an VPN-Verbindungsprotokollen. Dies entspricht einer Datenbank mit sagenhaften 5,7 Milliarden Einträgen, einschließlich sensibler Informationen wie Benutzer-IDs, IP-Adressen, mit denen und von denen sich die Benutzer verbunden haben, Domainnamen und Zeitstempel. Aras Nazarovas, der Forscher, der die Informationen bekannt gab, sagte dazu: "Dieses Leck ist von Bedeutung, weil die durchgesickerten Daten dazu verwendet werden könnten, die Nutzer dieser App zu de-anonymisieren und zu verfolgen." Er fuhr fort: "Die Analyse der Android-App zeigt auch, dass sie als Spyware fungieren kann und die Möglichkeit hat, Remote Code auszuführen." In Anbetracht der Tatsache, dass Airplane allein in der chinesischen Version des App Store rund 3000 Bewertungen erhalten hat, im Gegensatz zur globalen Version, wo die Zahlen viel niedriger sind, kann man davon ausgehen, dass die tatsächliche Zahl der Nutzer von Windows, macOS, iOS und Android in die Zehn- oder vielleicht sogar Hunderttausende gehen könnte. Bei einem Regime wie dem in China könnte das bedeuten, dass viele Nutzer in Schwierigkeiten geraten, wenn die App ihre Internetnutzung den Behörden offenlegt. Weitere Nachforschungen ergaben, dass das Unternehmen, das für die Freeware-App verantwortlich ist, seinen Sitz in Australien hat. Zum Thema Datenschutz stellte Cybernews außerdem fest, dass die Airplane-App eine verdächtig hohe Anzahl von Berechtigungen anforderte, die vom Zugriff auf die Kamera und die Audioaufnahme bis zum Lesen und Ändern von Kontakten, externem Speicher und der Installation von Paketen reichten. Auf der Website des Unternehmens finden Sie zwar auch eine Datenschutzrichtlinie, aber aus dem Wortlaut oder dem Kontext geht nicht hervor, ob diese speziell für die VPN-App oder einen anderen Dienst gilt. Dieser Mangel an Klarheit scheint eine rechtliche Grauzone geschaffen zu haben, die die Nutzer der App möglicherweise der Weitergabe ihrer Daten aussetzen könnte. Cybernews hat AP Network kurz nach der Entdeckung des Problems kontaktiert, um es auf das Problem aufmerksam zu machen. "Nachdem wir nach einem Monat Wartezeit keine Antwort erhalten haben, haben wir beschlossen, dass es im öffentlichen Interesse ist, diese Geschichte zu veröffentlichen",